Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Luca De Nola, Produktespezialist und Promoter bei der Firma SDS Music Factory in Winterthur. Die SDS Music Factory macht den Vertrieb für diverse Marken in der Schweiz und alles, was um den Vertrieb natürlich noch drumherum dazugehört. Und sprich, sei es Fachhändlerschulungen, Workshops, öffentliche Workshops und natürlich den ganzen Support und Service. Bei der Firma SDS haben wir unter anderem Adam Audio Studio Monitor im Vertrieb. Und heute bin ich hier, um euch mal die Flaggschiff-Serie, also die S-Serie von der Adam Audio, ein bisschen näher zu bringen, euch die innovativsten Features zu zeigen und was die Lautsprecher-Serie so einzigartig macht. Viel Spass! Die Adam S-Serie, die besteht aus 5 verschiedenen Modellen. Angefangen beim kleinsten Modell ist das DES2V, gefolgt von dem mittleren Modell DES3V und DES3H, bis hin weiterhin zu den grössten Modellen DES5V und DES5H. Die ganze Produktepalette die ist eine Kombination aus fortschrittlichster technischer Innovation mit computergestützten Designtechniken, sprich Adam bedient sich nicht von Lautsprechertechnologien ab der Stange, sondern setzt konsequent auf eigene Entwicklungen. Und das ist auch ihr Erfolgsrezept. Zu den wichtigsten Features und den wichtigsten Innovationen von der Adam S-Serie sind die folgenden Elemente. Also, wir haben komplett einen neu entwickelten Tieftöner, wie auch einen komplett neu entwickelten Mitteltöner. Zudem kommt eine neu entwickelte Waveguide für den Hochtöner bei der Serie bis S3. Und bei der S5-Serie hat man einen komplett neu designten Waveguide für Hoch- und Mittelton aus einem Stück. Das werden wir im Nachhinein auch noch sehen. Zudem alles mit einer super starken DSP gestützt, die perfekte Frequenzweichen bietet und auch die Möglichkeit, klangliche Optimierungen für den Kunden effektiv zu machen. Sprich, man hat hier eine Plattform, wo man den Lautsprecher so designen kann, wie man es gerne hätte. Und zudem weitere Anschlussmöglichkeiten in Analog- und Digitaltechnik, also auch für die Zukunft bestens gewappnet. Gehen wir die Modelle und die verschiedenen Technologien etwas genauer an. Der neu entwickelte LED-Tieftöner ist eine Spezialanfertigung, die in Verbindung mit dem Gehäuse und dem neu entwickelten Bass-Reflex-System der S-Serie zu einer perfekten, klare und transparente Basswiedergabe führt. Das Ganze verdankt man im sehr geringen Gewicht vom Treiber mit einer optimierten inneren Dämpfung und einer Konusmembran mit einer sehr, sehr hohen Steifigkeit. Der Korb der eliminiert Resonanzen und Verzerrungen im Tieftonbereich. Alle diese Eigenschaften machen den LED-Tieftöner zu einem extrem detaillierten, extrem klaren und sehr impulstreuen Tieftöner. Der 4 Zoll grosse DCH-Mitteltöner ist von Adam Audio für die S-Linie neu konzipiert worden. Der Mitteltöner ist eine Kombination aus einem Konus- und einem Kalottentreiber. Die extreme Steife von aus einem Stück geschaffene Antriebseinheit kombiniert mit der sauberen Ausschwingung und dem linearen Frequenzbereich des Kalottentreibers mit dem Vorteil der hohen Auslenkung eines Konustreibers erhöht einfach die Transparenz im kritischen Mittenbereich. Der HPS Waveguide, also High Frequency Propagation System, in Verbindung mit dem SART-Hochtöner der S-Serie, ist mit modernster computergestützten Modellierungsverfahren bei Adam konzipiert worden. Der HPS Waveguide ist aus einem massiven Aluminiumblock gefräst. Das verleiht im Air Motion Transformer eine homogene, horizontale Abstrahlung mit einer sehr starken Breite und aber sehr starke Fokussierung in der Vertikale. Durch die breite, homogene Abstrahlung in der horizontalen, aber eine fokussierte vertikale Abstrahlung kontrolliert man das Abstrahlverhalten des Lautsprechers und minimiert Störgeräusche, die könnten, mit Einfluss nehmen, wie zum Beispiel Studiomischpulter oder Studiotisch, die zu unerwünschten Reflexionen könnten führen.
Der hochleistungsstarke DSP ist speziell für die SRI entwickelt und programmiert worden. Das Ganze bietet eine sehr saubere Trennfrequenz zwischen Hoch- und Tiefmittelton. Das Ganze trennt bei 3 kHz bei der S2V. Und man hat mit dem DSP ebenfalls die Möglichkeit, in Monitor einzugreifen und Einstellungen am Monitor einzunehmen. Der S2V ist der kleinste Studiomonitor von der S-Linie von Adam Audio. Der S2V ist ein Zweiweg-Monitor mit einem 7 Zoll Tiefdünner und einem legendären AirMotion Transformer oben im Hochtonbereich. Das Ganze mit einem Waveguide gestützt. Übrigens, der AirMotion Transformer wird seit Firmengründung 1999 immer noch nach wie vor von Hand gemacht in Berlin. Der Monitor erreicht ein Frequenzspektrum von 35 Hz bis 50 kHz. Das Ganze erreicht er, indem er mit der digitalen Klasse D-Endstufe schafft im Tieftonbereich und nach wie vor aber im Hochtonbereich mit der Klasse AB-Hochtöner-Endstufe den Hochtöner, also den AirMotion Transformer, ansteuert. Durch das erreicht man so eine weite Frequenz, so ein weites Frequenzspektrum. Die S3V ist ein 3-Weg-Studiomonitor. 3-Weg, sprich, wir haben den Hochtöner, den AirMotion Transformer, den DCH-Mitteltöner und einen 9 Zoll Tieftöner. Mit dem 9 Zoll Tieftöner erreicht man die tiefste Frequenz von 32 Hz. Und behaltet obendurch genau gleich die 50 kHz. Der Mitteltöner, der greift bei 250 Hz ein und hört bei 3 kHz auf. Sprich, sehr genau im Sprachbereich, wo er auch sehr, sehr gut arbeitet. Beim S3H hat man zwei Tieftöner, horizontal zueinander ausgerichtet, die im gleichen Frequenzbereich arbeiten. Die Tiefdünner sind zwei 7 Zoll Tiefdünner. Der Mitteltöner, der DCH-Mitteltöner, ist genau der gleiche, der im S3V verbaut ist und bildet auch die gleiche Frequenzrange ab. Der S3H erreicht einen leicht höheren Schalldruck, maximalen Schalldruckpegel, als der S3V. Das durch die beiden Tieftöner. Wenn man von Adam Audio redet, weiss man, der Klassiker ist der S3A. Der S3A ist nach wie vor bei gewissen State of the Art. Und mit dem neuen DSP, der bei Adam Audio verbaut ist, hat man die Möglichkeit, statt ein User Preset 1 auf den Classic Mode zurückzugreifen, wo die Emulation von der Adam S3A wieder ruft. Die Adam S5H ist das Flaggschiff der S-Serie bei Adam Audio. Mit zwei 10 Zoll Tieftöner und dem DCH-Mitteltöner mit dem SART-Hochtöner, das Ganze aus einem Aluminiumblock gefrästen Stück, bietet die Möglichkeit, einen erweiterten Sweet Spot zu haben im Hoch- und Mitteltonbereich. Die S5H ist für extreme Schalldruck konzipiert worden. Sprich, man erreicht Schalldruck von bis zu 130 Dezibel mit dem Main Monitor und sollte durch das auch als Main Monitor eingesetzt werden. Die tiefste Frequenz, die der S5H erreicht, sind 22 Hz. Im Hochtonbereich genau gleich sind wir bei 50 kHz. Der Bruder von der Adam S5H, der S5V, ist im gleichen Konzept. Man hat den gleichen Hochtöner, den gleichen Mitteltöner und das Ganze im gleichen Hochmittelton-Waveguide-Stück aus Aluminium. Was ändert, ist der Tieftöner. Dort ist er mit einem 12-Zöller ausgestattet. Der Tieftonbereich wird ebenfalls von einer Klasse D-Endstufe angetrieben und die Trennfrequenz sind beim S5V wie auch beim S5H bei der unteren Frequenz bei 250 Hz.
Ich, Luca, und als Team von der SDS Music Factory danke dir fürs Hineinschauen. Wir hoffen, wir konnten dir einen guten Einblick geben in die neue Produktlinie, die S-Linie von der Adam Audio. Sollten wir dein Interesse natürlich geweckt haben, alle Infos, wie, wo du so einen Adam Studiomonitor kannst hören kannst, findest du unten in der Beschreibung. Und wir wünschen dir viel Spass beim weiterhin Recorden, Mischen, Mastern oder auch einfach beim Musik hören. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Merci.